Komplett ausgebrannt ist ein Bus eines Nordenhammer Busunternehmens am Mittwochmorgen auf der Oberhammelwader Straße an der Kreuzung zur Bundesstraße 212 in Oberhammelwaden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei mitteilte, war der Fahrer aus Richtung Sandfeld unterwegs, als er plötzlich Rauch im Innenraum des Busses bemerkte. Fahrer und Anwohner hatten noch versucht, den Brand mit Feuerlöschern zu löschen. Doch die Flammen breiteten sich schnell aus. Die Freiwillige Feuerwehr Elsfleth rückte mit rund 20 Kameraden aus. Sie konnten den Brand mit Schaum löschen. Dieser wurde anschließend mit Schaufeln und durch ein Spezialfahrzeug wieder entsorgt.